So, wir spielen jetzt einfach noch ganz chillig eine Runde UFO 50. Das ist Real Talk, echt ein Kandidat für mich für das Spiel des Jahres 2024 und 23 und 22 auch noch. Das ist so gut einfach, das ist so cool, das macht so viel Spaß. Das ist wirklich so einfach Videospiel-Spaß in seiner reinsten Form. Bin ein großer Fan. Und da schauen wir jetzt noch schnell ein bisschen rein. Ich zeige euch mal so ein bisschen, das ist quasi, falls ihr das nicht kennt, eine Spielesammlung. Eine Retro-Spielesammlung von einem Publisher, von einem Entwicklungsteam, das es in Wirklichkeit nie gegeben hat. Diese Retro-Spiele hat es in Wirklichkeit nie gegeben. Aber das Spiel tut so, als ob es diesen Publisher, dieses Entwicklungsstudio und diese Spiele gegeben hätte. Fangen wir eine neue File an. Ne, spielen wir ruhig bei meiner File weiter. Ich glaube, das ist nicht so wichtig. Ich habe in das Spiel in den letzten Tagen sehr viel Zeit reingesteckt. Ja, ich muss noch schnell den Stream-Titel ändern. Outbreak is Broken kann eigentlich bleiben. Und wie ihr sehen könnt, die goldenen Spiele, also die Spiele mit der goldenen Cartridge, die habe ich quasi schon durchgespielt. Und die Spiele mit der roten Cartridge, also es ist nur ein Spiel bis jetzt, die habe ich sogar noch mit Cherry on Top beendet. Das heißt, ich habe da das super schwere Bonusziel erfüllt. Und ich glaube, ich zeige euch jetzt einfach mal ein paar meiner Lieblingsspiele aus dieser Spielesammlung. Da sind ein paar sehr, sehr gute Spiele drin. Also jetzt wirklich ganz unironisch, ne? Das Spiel macht so auf Retro und auf 8-Bit, aber da sind einfach ein paar sehr, 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 sehr gute Spiele drin. Ein Spiel, das ich komplett liebe zum Beispiel, ist Mortal, weil das von der Idee her so clever ist. Das macht das so gut. Das spielen wir jetzt mal eine Runde. Einspieler, Continue. Mortal funktioniert quasi so. Das habe ich schon durchgespielt, wie ihr seht. Es gibt da mehrere Level. Und wir starten jetzt einfach mal das erste Level. Und im ersten Level starten wir mit 20 Leben. Und wir haben jetzt quasi hier unser Luftschiff und so kleine Männchen. Und diese kleinen Männchen verfügen über mehrere Aktionen, wie sie sich selber opfern können. Und dadurch machen sie den Weg frei für die nachkommenden Männchen. Und mein Ziel ist quasi nicht nur, dass ich das Level mit 20 Leuten schaffe, sondern... T-Bone, Dankeschön für die Bits. Sondern mein Ziel ist, dass ich das mit so wenig Verlusten wie möglich schaffe, weil ich nehme meine Extra-Leben mit ins nächste Level. Und dadurch wird das nächste Level leichter. Und es macht quasi sehr viel Sinn und ist auch öfter notwendig, in vorherige Level zurückzukehren und die zu optimieren und zu versuchen, die mit noch weniger Leuten zu schaffen, damit man hinten raus quasi noch Leute übrig hat. Ja, so ein bisschen wie ein Action-Lemmings oder sowas. Na gut, auf jeden Fall werde ich den jetzt mal durch das Ritual des Steins zu einem Stein machen, damit meine zukünftigen Männchen da drüber springen können. Hier auch wieder Ritual des Steins, damit wir über die Stacheln kommen. Hier machen wir jetzt das Ritual der Explosion, damit wir durch die Barriere kommen. Genau, den opfern wir jetzt mit dem Ritual des Speers, damit wir die drei extra Leben kriegen. Und so funktioniert basically das ganze Spiel. Und das ist sehr cool, das macht wirklich Spaß auch. Ich weiß nicht, ob ich das mit Cherry on Top durchspielen werde, weil das ist wirklich hart. Die wollen, dass man das mit 75 Extra-Leben beendet, das Spiel. Ich habe es mit 2 Leben geschafft. Also das ist wirklich krass. Aber das macht mir schon echt so viel Spaß, dass ich drüber nachdenke, ob ich das versuchen will, dass ich es mit Cherry on Top noch durchspiele. Die haben dann hinten raus, wir können dann auch gerne nochmal ein späteres Level nochmal kurz machen, auch sehr viele coole Ideen, weil dann kommt quasi noch eine Wasserphysik und eine Feuerphysik dazu und Pflanzen, die einem quasi wie so eine parasitäre Lebensform befallen und dann wachsen so Ranken aus den Leichen, an denen man hochklettern kann und mit Feuer kann man die Pflanzen dann quasi verbrennen und die One-Hit-Killen stärkere Gegner, also die haben sich das super viel einfallen lassen, um das so komplex und interessant wie möglich zu machen.
Und das Geile an UFO 50 ist halt, dass diese ganzen Spiele, diese ganzen echt netten... jetzt bin ich zu weit gegangen. Ja, okay. Ich wollte das Level tatsächlich ernst spielen, damit ich vielleicht mit ein paar extra Leben rauskomme, aber ich habe es gerade vermasselt. Aber ist egal, beenden wir es einfach normal schnell. Das Coole an UFO 50 ist eben, dass diese ganzen Spiele nicht zu lange sind. Das sind lauter so clevere, coole Spiele, die aber nach ein paar Stunden halt einfach auch durchgespielt sind. Und das ist gut so. Die werden nicht so in die Länge gezogen, wisst ihr? Die sind einfach irgendwie so genau das, was sie sein wollen und sollen. Ohne dass man irgendwie sagt, ne, das Spiel ist zu kurz, da müssen noch 10 Stunden Spielzeit hinten dran gehängt werden. Das ist wirklich cool. Bioshock 4 soll demnächst angekündigt werden. Ah ja, interessant. Ja, Bello, kurz mal den Stream ausgemacht und schon sind wir im Universum von UFO 50. Ich spiele mal eine spätere Mission, in der habe ich sehr abgelost, da habe ich 11 Leben verloren. Mal gucken, ob wir die besser machen können. Da wird es schon ein bisschen kniffliger, da haben wir schon viel mehr Mechaniken zur Verfügung. Ah, ich bin jetzt schon drauf reingefallen. Können wir jetzt schon vergessen. Das ist der Stage, in dem die unsichtbaren oder nicht unsichtbare, aber schwer sichtbare Laser eingeführt werden, die einen bei Sichtkontakt sofort töten. Deswegen muss man hier Umwege nehmen. Auch hier haben wir jetzt so einen Laser, der mich töten würde, wenn ich runtergehe. Ich kann den jetzt aber in den Stein verwandeln. Na? Dann haben wir quasi ein Schutzschild, das uns vor dem Laser schützt. Aber hier werden die Missionen schon... Ah, oh Gott, sind die Laser gemein. Hier werden die Missionen schon deutlich schwerer. Ah, oh, ich bin so dumm. Na gut, okay, egal. Das haben wir jetzt gesehen, das Spiel. Ich bin sehr gut. Schauen wir uns mal noch andere Spiele an, die auch sehr cool sind. Genau, hier zum Beispiel. A Tactics mag ich auch ziemlich gerne. Das ist ein relativ simples Strategiespiel, Taktikspiel, in dem wir quasi unsere Truppen gegen andere Truppen einfach in den Kampf schicken. Es ist nicht wirklich rundenbasierend, aber so semi-rundenbasierend. Es spawnen hier quasi Gegner und eigene Figuren und ich darf die in jeder Runde verschieben. Das ist eigentlich das ganze Spiel. Und es gibt eben verschiedene Truppen, die besser gegen andere Truppen sind. Und man muss relativ schnell Entscheidungen treffen, welche Truppe man wohin verschieben will. Innerhalb der kurzen Zeit, die man hat, kann man theoretisch im eigenen Spielfeld jede Einheit so rumschieben, wie man will. Das ist ganz egal. Aber es macht halt nicht immer alles Sinn so. Und wir müssen quasi die blauen Einheiten davon abhalten, zu unserem Schloss zu kommen. Während wir versuchen müssen, das feindliche Schloss zu stürmen. Jedes Schloss hat quasi aktuell 3 Fahnen obendrauf, das heißt 3 Leben. Wir müssen also 3 Einheiten ins feindliche Schloss kriegen und andersrum. Und jede Einheit hat natürlich unterschiedliche Fähigkeiten. Der Speerträger kann 2 Felder weit angreifen. Der Ninja, der Dieb hier, der wirft quasi nach oben und unten seine Messer und greift nicht horizontal an. Die Soldaten, die Schwertträger sind so die ganz normalen Standardtruppen. Dann gibt es Bogenschützen, die machen halt, was Bogenschützen so machen, ne, und so weiter. Sieht gerade nicht gut für mich aus. Ah, oh, shit, ja. Ich bin gerade sehr in der Defensive. Ich habe eine Heldeneinheit bekommen. Vielleicht kann die uns den Hintern retten. Aber gut sieht das gerade nicht aus hier. Ah, mein Held ist schon tot. Neuer Held, let's go. Ah, das sieht nicht gut aus. Okay, das Match verliere ich, glaube ich. Das hat quasi so einen Story-Modus, wo man auch so ein bisschen die ganzen Einheiten der Reihe nach kennenlernt und ihre Fähigkeiten. Und das, was ich hier mache, ist quasi der Ranked-Modus. Das wird halt quasi immer schwerer und schwerer. Und man muss versuchen,
sich hochzuarbeiten im Ranking. Das ist quasi so die Cherry on Top-Anforderung, von der ich geredet habe, wenn man schon durchgespielt hat. Yes, ich gehe in die Gegenoffensive. Let's go. Zwei Helden auf dem Spielfeld. Kann's losgehen. Yes, okay. Vielleicht schaffe ich's doch noch. Naja, das ist, wie ihr seht, ein echt nettes Taktikspiel. Das geht nicht super in die Tiefe, aber das macht schon Spaß. Das ist schon cool. Und wir sind Rang 60. Sehr gut. Nee, ich will eigentlich aufhören. Devilation ist auch ein nettes Taktikspiel. Das ist sehr cool, aber ich will euch nicht nur die ganzen Taktikspiele zeigen. Ich mag nur die Strategie- und Taktikspiele echt gerne. Aber schauen wir uns auch mal ein paar von den coolen Action-Spielen an, die es gibt. Okay, das muss ich euch zeigen, weil ich super witzig und weird finde. Das ist nicht eines der besten Spiele, finde ich. Aber es ist schon sehr lustig. Waldorf's Journey. Da sind wir nämlich im Walross. Und unser Ziel ist es, ans Ziel zu fliegen. Oh, und ich habe es jetzt schon vermasselt. Ich finde das Spiel sehr schwer auch. Hätte aber auch nichts gegen Pikmin mal wieder einzuwenden. Thank you. Pikmin 4 war schon ziemlich gut, finde ich. Das hat schon Spaß gemacht. Dankeschön für die Bits, T-Bone. Okay, holen wir uns mal den Fisch da oben. Der erhöht unsere Ausdauer. Ah, und der Vogel ist quasi ein Extra-Leben. Den sollten wir uns auch holen. Guck mal, Air Squids. Willkommen zur Prinzess Pinguins Provision. Was? Für Muscheln kann ich jetzt hier Sachen kaufen. Entweder Dosenfisch oder Ballons. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Ich kenne das nicht. Ich kaufe jetzt mal einen Ballon. Heißt das, ich fliege jetzt irgendwie höher oder besser? Machen wir mal einen ordentlichen Sprung. Let's go! Oh! Das war gut, wir haben ganz schön viel Strecke gut gemacht jetzt. Nicht schlecht. Okay. Aber wie ich jetzt die Ballons aktiviere? Ach, shit, okay. Oh, wie lang? Ah, für einen Sprung nur. Ich wollte gerade sagen, wie lange behalte ich den Luftballon? Der macht das ja sehr viel einfacher. Naja. Oh, wir haben jetzt Gegenwind. Ich war noch nie so weit in dem Spiel. Ohne Scheiß, ich habe das nicht oft gespielt. Es ist halt wirklich krass, weil da sind halt 50 Spiele drin und einige davon, zu denen kommen wir noch, sind halt wirklich auch ziemlich lange RPGs. Es gibt ein JRPG, das spielt in einem Wildwest-Szenario in der Hölle, wo Dämonen und Engel gegeneinander kämpfen und zwischendrin sind Cowboys. Total cool eigentlich. Und da spiele ich jetzt schon 6 Stunden dran. Es ist wirklich ziemlich cool. Also ich hatte für viele Spiele, ich habe zwar in alles schon reingespielt, aber für viele Spiele hatte ich noch gar nicht so viel Zeit. Oh, oh. Ich glaube, der ist böse. Ah! Oh, oh, stimmt, wir haben ja einen Rettungspinguin. Wir müssen schnell weg hier. Ah! Wir könnten uns noch mal einen Ballon kaufen. Das kommt mir schon ziemlich gut vor. Den benutze ich jetzt auch gleich. Was macht denn der Kompass? Okay, jetzt habe ich eine coole Sonnenbrille auf. Hä? Keine Ahnung. Machen wir mal einen krassen Sprung mit Ballon. Let's go. Okay, das war ein lamer Sprung. Naja, kann man nichts machen. Ein Schlüssel, das könnte wichtig sein. Shit. Yes! Eine Harpune? Können wir uns an irgendwelche Kanten ziehen? Let's go, nehmen wir mal.
Schieße ich jetzt die Harpune oder springe ich jetzt? Ich gehe auf jeden Fall mal da runter fürs Extra-Leben, aber wir müssen dann gleich weiter, weil da ein böses Schwein ist. Shit, ich hab's irgendwie vermasselt. Nein! Jetzt... Ah, cool. Der Vogel bringt uns trotzdem nach vorne. Ich dachte schon, weil wir kurz Bodenkontakt hatten, ne? Bringt uns der Vogel jetzt... Nein, ich war schon wieder zu langsam. Oh, come on. Was für ein Arschloch. Konntest du dir auch schon mal die Spiele von gestern ansehen? Ach so, nee, habe ich noch nicht gemacht, tatsächlich. Da bin ich noch nicht dazu gekommen. Okay, jetzt sind wir tot. Major Bosel ist jetzt ein Birdrider. Major Bosel, vielen, vielen Dank für deinen Prime-Sub. Freut mich sehr. Genau, und der wir haben es zu 66% geschafft gerade. Das war mein bester Run ever in dem Spiel. Aber wie gesagt, ich habe es nicht oft gespielt. Und der Plot-Twist ist eben, wenn wir Game Over gehen, dann wachen wir auf und können quasi uns entscheiden, ob wir weiter schlafen oder nicht. Es war alles nur ein Traum. Wir schauen uns jetzt mal noch andere Spiele an. Also, das Witzige ist quasi, das Spiel ist, weil es ja quasi ein fiktiver Spieleentwickler ist, chronologisch sortiert. Der Spielekatalog beginnt 82 und endet 89. Und wir merken auch quasi in den Spielen so eine Evolution. Die Spiele, die ich euch jetzt gezeigt habe, sind so relativ frühe Spiele, relativ einfache Spiele. Das geht so ein bisschen von Atari bis kurz vor Super Nintendo-Zeit so ein bisschen. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt hier Cyber Owl anschauen, das letzte Spiel in der Liste von 89, dann wird schon sehr viel komplexer, das Ganze. Dann haben wir auch schon ein richtiges Logo von UFOsoft mit Intro-Cutscene und so weiter. Musik hat auch nicht jedes Spiel in den frühen 80ern noch. Na, auf jeden Fall ist das eigentlich auch ein sehr cooles Spiel, weil wir haben hier quasi vier Eulen, die alle Geheimagenten sind, und vier Level. Und jede Eule ist für ein eigenes Level verantwortlich, aber das Coole ist, dass sich die Level auch sehr unterschiedlich spielen. Und jedes Level ist so ein bisschen im Grunde quasi ein anderes Retro-Spiel, das man kennt in so ähnlicher Form, aber halt eben anders. Keine Ahnung. Starten wir jetzt einfach mal hier in Moskau die Mission mit der roten Eule da. Die ist quasi die Geheimagentin. Weil was wir dann als Spiel bekommen, ist quasi das alte Metal Gear. Das Metal Gear 1 spielen wir jetzt im Grunde. Wir müssen uns jetzt hier durchschleichen. Die haben ihre Patrouillenrouten und eine relativ simple KI und Sichtkegel. Und wir haben quasi drei Schuss in der Betäubungspfeilpistole und so weiter. Oh, der hat uns schon entdeckt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel eine andere Eule nehme, mache ich jetzt nochmal kurz, um euch das fortzuführen. Mit der Eule hier, mit dem Tanktop, haben wir natürlich, wie die Eule schon aussieht, ein Beat'em-up. Also im Endeffekt sind das witzigerweise in der Spielesammlung von 50 Spielen, ist das nochmal ein Spiel mit vier Spielen im Spiel. Ach Gott. Und wenn man die vier Missionen geschafft hat, kommt quasi nochmal so eine übergreifende Mission, wo die Fähigkeiten von allen Eulen genutzt werden und alle arbeiten so zusammen und man wechselt dann immer wieder von der einen Eule auf der anderen und so weiter. Das ist schon echt cool gemacht. Wir spielen jetzt gerade UFO 50. Eine sehr coole Spielesammlung. Oh, damit, das war so dumm von mir.
brauche kurz meine volle Konzentration hier. Damn it! Na gut, es ist eh wurscht. Ich wollte das eigentlich jetzt gar nicht spielen. Ich wollte das nur mal als Beispiel bringen. Okay, was sind denn noch ziemlich coole Spiele? Es gibt ein paar Spiele, die haben auch einfach sehr witzige Ideen. Das sind so witzige Kombinationen aus Spielen, die man basically kennt, aber halt nicht so. Wie zum Beispiel Bushido Ball. Das ist basically so ein bisschen Breakout, würde ich sagen. Aber mit verschiedenen asiatischen Kampfsportlern, die sich auch alle sehr unterschiedlich spielen. Nehmen wir mal den Raizo, den Samurai. Die Spiele haben übrigens auch alle Multiplayer, ne? Das JRPG schauen wir uns definitiv gleich noch an, ja. Ah, ich bin so schlecht in dem. Haha! So nämlich. Jetzt wendet sich das Blatt. How the turntables. Mist, das hätte ich nicht sagen sollen. Jetzt verliere ich wieder. Oh! Ganz genau, T-Bone. Das ist immer noch viel zu laut. Oh, damn it. Sau schwer. Yeah. Okay, beim nächsten Punkt habe ich verloren. Dann schauen wir uns noch ein anderes Spiel an. Monster Kill. Nein! Tja, ich wurde hier Monster gekillt. Okay. Selber, wäh. Danke für die Quacks. Okay, jetzt passt auf. House Party ist auch ein sehr cooles Spiel. Diver ist cool. Das ist ein Metroidvania. Auch ein sehr gutes Metroidvania. Ich habe das noch nicht lange gespielt, aber das ist halt einfach ein gutes Metroidvania. Das ist wirklich sehr cool. Hier haben wir ein Tower Defense Spiel in der Steinzeit. Auch cool. Dankeschön. Danke, T-Bone. Ein futuristisches Minigolfspiel. Das ist auch echt cool. Da können wir mal kurz reingucken. Das habe ich auch schon durchgespielt. Das gefällt mir auch ziemlich gut. So ein 2D-Golf natürlich, ne? Aber hat wirklich coole Maps, in denen man wirklich strategisch vorgehen muss. Oh, danke für die 100 Bits gleich, T-Bone. Und das hat so ein bisschen den Kniff, dass es nicht nur 2D-Golf ist, sondern wir haben die Möglichkeit, einmal pro Schlag den Ball quasi so nach unten zu boosten und können zum Beispiel Rampen nutzen, um so Turbo-Boosts zu entwickeln oder uns irgendwo so ein bisschen abbouncen lassen. Und jetzt kommt das urheberrechtskritische Lied wieder von T-Bone. Das muss ich jetzt drüber reden und wir werfen jetzt den Ball. Wir schießen den mal. Und jetzt, ist genau das passiert, was da im ersten Kurs gefährlich ist und nicht passieren sollte.
Aber vielleicht schaffen wir trotzdem... Nein! Oh Gott, das war gerade so scheiße. Ich wollte gerade sagen, vielleicht schaffen wir es trotzdem unter Paar. Ah, come on! Das gibt's ja nicht. Jetzt werde ich zugebombt mit dem Titanic-Lied. Oh Gott, ich danke euch trotzdem für die Bits. Auch wenn ihr mich hier ärgern wollt. Naja, auf jeden Fall braucht man wirklich auf jedem Kurs hier eine Strategie, die man durch mehrfach Spielen dann schön langsam so ein bisschen rausfindet für sich. Und dann macht es schon echt Spaß, sich da so zu optimieren. Danke nochmal, T-Bone. Oh doch. Es ist wirklich so. Where's everyone going? Bingo? Bingo gibt's leider nicht. Leon wäre enttäuscht, glaube ich. Es gibt ein Horror-Adventure. Ein Horror-Grafik-Adventure gibt's tatsächlich. Aber ohne Bingo, soweit ich weiß, bis jetzt zumindest. You were almost a Jill Sandwich. Ich weiß auch nicht, ob es ein Spiel mit Sandwiches gibt. Aber danke auf jeden Fall für die vielen, vielen Bits, Slenderex und T-Bone, die ihr da gerade raushaut. Freut mich sehr. Hey, aber guckt, ohne Scheiß, jetzt spiele ich hier UFO 50 und meine Laune ist besser. Es ist wirklich so. Ich mag das Spiel einfach. Gerade heute, wo ein stressiger, nerviger Tag für mich war, ist das perfekt. Okay, passt auf, das schaffen wir. Los. Yes! Unter Paar. Ein Birdie, wenn ich mich recht erinnere, aus meinen Mario-Golf-Zeiten. Dankeschön. Das ist gerade ein ganz guter Run. Den muss ich jetzt weitermachen, bis ich ein Loch komplett versemmel. So viele Löcher sind's nicht. Ja, das war gerade so ein guter. Ich weiß nicht, ob ihr das checkt, so, wenn man das Spiel nicht kennt, ne? Aber das war gerade so ein... Oh, war das gut! Oh, war das gut! Paar ist hier 4 und ich hab's auf 2 geschafft. Ein Albatross, glaube ich, oder ein Eagle oder so. Auf jeden Fall war das echt gut. Dankeschön. Dankeschön. Okay, ich widme diesen Run euch. Da draußen. Das könnte mein Cherry-on-Top-Run sein. Wenn ich hier kein Loch vermassel, wenn ich es nicht komplett versaue, wir müssten es nämlich schaffen, das Spiel durchzuspielen, alle Kurse auf dem ersten Platz zu landen. Da war irgendwie kein random Sound, oder, Slenderex? Komisch. Trotzdem danke. Und, oh, Ice Storm, dankeschön für die 100 Bits auch. Und wir haben den zweiten Hype Train heute schon. Coolio. genau, wir müssen unter Paar bleiben. Wir müssen negativ bleiben von den Punkten her. Und das sieht gerade ganz gut aus. Aber das Spiel wird nicht leichter. Und das war gerade blöd. Aber ist noch nicht schlimm. Ist noch nichts verloren. Nee, es ist noch nicht verloren. Wir schaffen das noch, Slenderex. Wir müssen an uns glauben. Shit, das war jetzt nicht optimal hier, aber mein Gott, ja, okay. Ja, das war ziemlich beschissen. Wir sind immer noch auf minus 1, aber das war jetzt ziemlich übel. Muss man schon sagen, leider. Und jetzt kommt ausgerechnet das Loch, für das ich keine Strategie bis jetzt gefunden habe. Na, das war gar nicht schlecht. Blood. Hope this is not Chris's blood. Ich hoffe auch. Jo, das war wieder gut. Das war wieder gut. Wir haben wieder einen Punkt gut gemacht jetzt. Ich habe im letzten habe ich gleich 3 versemmelt. Oh, das ist leider der absolute Todeskurs.
Das ist absolut Glück, ob ich das jetzt hinkriege oder nicht. Oh, ich danke euch, Leute. T-Bone, danke schon für 5 Subgifts. Ihr seid ja awesome. Ey, super cool. Dankeschön. Hype Train Stufe 2. Okay, das ist der schwierigste Part jetzt hier wirklich. Oh, yes! Ein Hole-in-One. Oh Gott, ey. Wir müssen jetzt echt... Wir haben es fast geschafft. Okay, das war nicht optimal, aber ist nicht schlimm. Passt, alles gut. 3 von 3 Schlägen. Bleiben wir auf 0. Ah, shit, das war jetzt ein bisschen blöd von mir. Shit, vermasselt. Das habe ich jetzt einfach vermasselt. Oh, come on! Nein! Leute, ich versau's gerade hier. Das ist gerade richtig gemein, wie der Ball gefallen ist. Alles richtig scheiße. Scheiße, Leute. Das war's. Das war's jetzt leider mit dem Run. Die Punkte kriege ich nicht mehr rein, die ich jetzt hier versaut habe. Schade. Aber es war ein guter Start. Wir hatten einen guten Run. Was soll's. Ja, in der Tat. Ah, come on. Ja, das war jetzt einfach gemein. Wir hätten es vielleicht noch retten können. Wir könnten es vielleicht noch retten. Aber ich glaube nicht. Naja, okay, vergiss es. Ah, hau ab. Hau ab, ey. Okay, nächstes Spiel. Aber war ein guter Run. War ein guter Run, bis zur Hälfte ungefähr. War ein guter Run. Ist das Sega-Müll remastered? Ey, das ist überhaupt kein Müll. Das sind lauter großartige Spiele. Ganz im Ernst. Dankeschön. Danke euch. Okay, passt auf. Oh ja, guck mal, das ist auch ein sehr cooles Spiel, finde ich. Well, Brands. Das ist quasi ein Dungeon Crawler, ein sehr klassischer Dungeon Crawler, wie aus unserer Kindheit, wenn wir über 30 sind zumindest. Aber der Kniff ist, dass das Kampfsystem, Dankeschön, Slenderex und T-Bone, dass das Kampfsystem so ein bisschen Punch-Out-mäßig ist, Echtzeit-Arkadik, das ist eine ganz witzige Kombination. Und es gibt verschiedene Zauber, die man wirklich auswendig lernen muss. Lass mich mal kurz überlegen. Genau. Ah, okay. Langweilig. Nee, überhaupt nicht. Wir kommen gleich zum JRPG. Aber das ist auch ein sehr cooles RPG eben. Das gefällt mir auch wirklich sehr gut. Da habe ich auch schon etliche Stunden reingesteckt. Ich kann halt hier quasi blocken und angreifen. Man findet verschiedene Waffen, verschiedene Rüstungen. Und muss eben in relativ taktischen Kämpfen hier in Echtzeit gegen die Monster kämpfen. Und ansonsten erkundet man. Arthur! Wow, dankeschön! Das ist ja nett. Für die Riesenbit-Bombe. Cool, ja, Leute. Where's everyone going? Bingo? Ihr seid die Besten. Ich danke euch für all die Bits. Man kriegt quasi für die Kämpfe auch Erfahrungspunkte, aber so ein bisschen Dark Souls-mäßig. Kann man nur an so Thronen, was ist denn die Mehrzahl von einem Thron? Tröne. Kann man nur an schönen Stühlen speichern und die zerfallen dann zu Staub, nachdem man gespeichert hat. Deswegen muss man sich seine Level-Ups wirklich sehr gut überlegen. Hope this is not Chris's blood. Und wie man sieht, habe ich quasi Mana, Ausdauer auch wirklich. Also ich kann auch nicht unendlich viel zuhauen oder blocken. Und Lebensenergie natürlich.
Oh, Eisstorm, danke schön für den 10er. Voll nett von dir. Einfach, weil sympathisch bist. Dankeschön, du auch. Soweit ich das bis jetzt beurteilen kann. Danke nochmal für die Quacks. Wow. Wow, dankeschön, T-Bone. Ihr seid ja echt total cool gerade. Also ihr seid immer cool, natürlich. Oh, guck mal, die Händlerin, das ist nice. Habe ich was zum Verkaufen? Ich glaube, mein Dagger will die nicht. Das ist die Startwaffe. Nee. Ich könnte dir meine Blue Potion geben, wenn du willst. Nee, will sie auch nicht. Was willst du denn überhaupt? What are you buying? Ja. Danke, Slenderex. Genau. Leider kann man seine Waffen nicht upgraden. Das wäre natürlich noch so die Kirsche auf der Torte hier. Aber ich finde das schon sehr cool, das Spiel. Da habe ich wirklich schon sehr viel Zeit reingesteckt. Weil es halt auch wirklich schwer ist. Wisst ihr, das ist halt wirklich auch so ein Ausdauer-Survival-Spiel. Je länger man im Dungeon ist, desto mehr wird man halt zwangsläufig zermürbt einfach. Okay, wir haben einen Schlüssel gefunden. Wartet mal, wie war denn der Heilzauber gleich nochmal? Ah, shit. Nee. Ja, das ist er. Ist nur eine kleine Heilung und verbraucht viel Mana, aber... besser als nichts. Öffnen wir die Schatzkiste. Die ist natürlich ein Monster, ist ja ganz klar. Eine Yellow Potion. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was die macht. Ich glaube, ich trinke die mal. You'll get the jump. Ah, okay, ich habe jetzt im nächsten Kampf bessere Reflexe. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Oh, ah, das ist der Feuerzauber, den kenne ich schon. Na gut. Moment mal, da war was. Ja, da war was. Bliding. Dankeschön. Das Bitglas wird zugebombt. Ey, dankeschön, das ist echt nett von euch. Oh. Okay, wir hätten jetzt hier ein Rätsel, mit dem könnten wir echt viel Geld verdienen, aber die Rätsel sind ein bisschen knackig, da muss man ziemlich lang rumbasteln. Das machen wir jetzt nicht. Ich will ja hier eigentlich nur ein paar der cooleren oder ein paar von den coolen Spielen, die es hier gibt, vorführen. Da würde man einige Rubine kriegen, könnte man dann super handeln. Da könnte ich mir zum Beispiel endlich mal Klamotten hier kaufen. Aber gut. Jetzt haben wir gerade einen Ork-Zahn bekommen. Den können wir ausrüsten als Überraschungsangriffswaffe für nächsten Kampf quasi. Es gibt da sehr viele so Items. Man muss aber auch rumprobieren. Man weiß immer nie, was die Items eigentlich machen. Und auch die Zauber sind irgendwo an Wände gekritzelt. Also was das angeht, ist es wirklich so ein Oldschool-Dungeon-Crawler. Aber halt eben nicht so altbacken wie ein echter Oldschool-Dungeon-Crawler. Das ist das Coole dran. Hat die ganze Nostalgie, aber nichts von dem nervigen, veralteten Gameplay. Und wir haben jetzt gerade einen roten Trank gefunden, was schon sehr gut ist, weil jetzt können wir uns heilen, was dringend notwendig war. Ich glaube, das ist das, was UFO 50 eben wirklich so gut macht. Die schaffen es, in sehr vielen Spielen so die Nostalgie anzuzapfen, aber haben halt vom Gameplay her eigentlich moderne Spiele. Sehr viele moderne Spielmechaniken auch. Es ist auch so, dass der Spieleentwickler, der angebliche, der fiktive quasi, um den es hier geht, auch natürlich seiner Zeit sehr voraus war, laut der Lore, der Ingame-Lore, weil, ne, logisch. Der hat halt sehr viele Spiele gemacht, die es so damals halt nicht gab. Wie zum Beispiel das Tower Defense Spiel. Oh, jetzt kommen schon Skelette. Shit. Die sind krass. Die haben super viel Reichweite. Und mein Schild ist schon kaputt. Dammit.
Okay, gut. Es gibt da quasi mehrere Etagen und es wird nach jeder Etage, die man erfolgreich geschafft hat, gespeichert. Ich bin jetzt in der dritten Etage, weil ich schon sehr lange und sehr oft die zweite Etage machen musste. Okay, Schild kaputt, aber macht nichts. Wir gehen in die Offensive. Ja, gut. Ah, da wäre wieder so ein Rätsel. Die mache ich jetzt nicht, weil die sind einfach langweilig zum Zuschauen. Da muss man sehr lange sehr viel Steinchen hin und her schieben, bis sich keine zwei gleichen Steine berühren quasi. Das ist einfach so ein bisschen Schieberätsel. Dammit, der Treffer war unnötig. Oh, wartet mal, muss ich mal noch mal kurz gucken. Bin auch nur aufmerksam auf dich geworden wegen deinen Resi-Videos auf YouTube. Ich bin ein Riesenfan von der Reihe und du hast so viel Licht ins Dunkel gebracht. Hey, ohne Witz, ich bin da. Ich bin witzigerweise selber so ein bisschen... Wie soll ich sagen? Ich wusste, als ich angefangen habe, Videos über Resident Evil zu machen, auch gar nichts über Resident Evil. Und ich habe ehrlich gesagt nur deswegen angefangen, Videos zu machen, um mich damit zu beschäftigen, weil ich mir dachte, gibt's da eigentlich eine Story? Gibt's da eigentlich wirklich so eine Lore im Hintergrund? So eine übergreifende? Weil die Spiele an sich erscheinen ja eigentlich immer relativ flach, was die Story angeht. Und dann war ich so verwundert drüber und bin so ins Rabbit Hole abgetaucht. Ja. Und jetzt sind wir hier. Aber das freut mich auf jeden Fall, dass dir meine Videos gefallen. Versuch für den nächsten Zauber hoch, hoch, runter. Oh, das ist so eine gute Idee. Aber das, ich glaube, so funktioniert das Zaubersystem nicht. Wenn ich hoch, runter mache, bin ich wieder in der Mitte. Aber es könnte sein, warte mal. Hoch, hoch, runter, runter. Links, rechts, links, rechts. Ja, okay. Dafür hat man nicht genug Zeit. Hey, ich habe schon so viele Erfahrungspunkte, aber ich finde keinen Auflevelstuhl, verdammt. Oh, shit. So eine Skelettwatschen tut ordentlich weh. Oh, warte mal, mein Inventar ist voll. Ich nehme mal einen der beiden blauen Tränke. Dann kann ich noch mal einen Heilzauber machen. Können wir aufheben, was auch immer da liegen geblieben ist. Ah, ein roter Trank. Shit, Leute, das ist schon wieder ein sehr guter Run. Wie beim Golf vorher. Wahrscheinlich, weil ich nicht vorhabe, weißt du, weil ich eigentlich das gar nicht ernsthaft spielen will. Oh, super, ich habe mich gerade vergiftet. Das war ein Giftbrunnen. Was ist das für ein Brunnen? Auch ein Giftbrunnen? Wir sind gleich tot. Was habe ich gerade wie beim Golf vorher? Ich heile mich mal schnell. Ich hoffe, das ist ein Heilbrunnen. Ja, das ist ein Heilbrunnen. Oh, Gott sei Dank. Gemeinheit. Okay. Ach, dammit. Wo war ich denn noch nicht? Ah, hier war ich noch nicht.
Au. Oh, come on, wie viele Stachelfallen wollen die einem hier noch in den Weg legen? Das ist ja super gemein. Und dann ist die Kiste auch noch ein Monster. Na gut, ich glaube, wir spielen jetzt nochmal was anderes. Ich könnte da jetzt noch stundenlang hier drin rumgurken, aber das mache ich mal ein andermal. Irgendwo muss der Konami-Code sein. Ich versuche mal bei allen Spielen, ja. So, jetzt passt auf. Grimstone, das ist das Western-JRPG. Das wollte ich euch auf jeden Fall noch zeigen. Ich schätze mal, wir müssen continuen. New Game geht nicht, aber das geht schon ziemlich cool los, weil im Endeffekt startet das in einem Salon, der in Brand gesetzt wird und alle sterben. Und dann spielen wir einen Engel erstmal in diesem Salon und gehen quasi durch den brennenden Salon zu den Leichen, zu den Sterbenden oder Toten, ich weiß es nicht genau, die am Boden liegen, und geben denen Teil von unserer Energie. Und 4 von den Leuten, die da drin liegen, können wir quasi wieder erwecken. Und wir kriegen immer, wenn wir jemanden anklicken, so eine kleine Beschreibung von wegen, ja, das ist so ein Bandit, gefürchtet über allen Ganzlinger, und das ist eine Schamanin und so weiter. Und dann kann man sich entscheiden, ob man die Figur wiedererwecken will oder nicht. Und 4 von den 8 oder so möglichen erweckt man dann wieder, und die werden dann zur Party. Und die sind jetzt, die 4, die ich gewählt habe, sind schon sehr unterschiedlich. Ich glaube, da wird es echt auch Spaß und Sinn machen, dass man es nochmal startet, wenn man durch ist, um sich die anderen 4 Figuren nochmal anzugucken. Ich habe jetzt hier in meinem Team Bull, der so ein harter, krasser Cowboy-Kerl mit einem weichen Herz ist. Ich habe Umbra, eine Schamanin, die ziemlich mächtige Zauber kann. Ich habe Doc, der ein Arzt sein soll, aber bis jetzt ein absolut beschissener Charakter. Der hat die passive Fähigkeit, dass ich all meine Heil-Items 2-mal benutzen kann. Ich schätze, das ist schon gut, aber ansonsten ist der bis jetzt komplett nutzlos. Und Rufus, den einäugigen Schäferhund, der witzigerweise von der KI gesteuert wird, den kann ich nicht lenken. Bei seiner Charakterbeschreibung steht, das ist ein Hund, den kann man nicht kontrollieren. Genau. Und wie das in so klassischen RPGs früher eben so war, gibt es quasi Städte und Dungeons, die man betreten kann. Und es gibt dann die Weltmap, über die man quasi auf die Art und Weise reist. Zufallskämpfe gibt es eben in der Form, wie man es gerade gesehen hat, dass so Geister einem verfolgen. Man kann denen auch ausweichen, so ein bisschen wie in Zelda 2 damals. Aber wenn die einen berühren, dann beginnt ein Kampf. So, und im Kampf gibt es quasi noch so ein kleines Minispiel, das man im richtigen Moment A drücken muss, damit man einen Angriff macht. Wenn man den roten Bereich bei manchen Angriffen trifft, gibt es noch einen kritischen Treffer, damit man ein bisschen was zu tun hat. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind wir in der Hölle hier. Aber gleichzeitig kämpfen hier Dämonen und Engel gegeneinander, und zwischendrin sind Cowboys. Jo, es gibt einen, ich habe einen Lance Goodburger Discord-Channel, aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, da bin ich ehrlich gesagt selber so gut wie überhaupt nicht. Aber ich poste da immer für alle, die zum Beispiel Subs hier auf Twitch sind oder die Kanalmitglieder auf YouTube sind oder Patreons oder sowas, poste ich da immer Bonusvideos. Die dürfen viele Videos vorher sehen, beziehungsweise manchmal auch exklusive Videos. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen, wenn man Lance Good Bird Rider auf irgendeine Art und Weise supportet. Ja, und man levelt halt quasi hoch. Die lernen dann neue Fähigkeiten. Umbra ist ganz cool eigentlich, weil die lernt neue Fähigkeiten nicht durch Hochleveln per se, sondern vor allem dadurch, dass man in der Spielwelt meistens in versteckten Nischen Tiere findet. Und sie kann dann als einzige Figur mit den Tieren reden und von den Fähigkeiten lernen. Da trifft man dann quasi einen Adler, und der Adler sagt dann so, Umbra, du hast irgendwie die Macht des dritten Auges. Du kannst entweder
die Fähigkeit Adlerauge lernen und die Schwächen der Gegner erkennen oder Klauenschwung oder so, ne? So in der Art funktioniert das dann. Finde ich sehr cool. Jawohl, kritischer Hundeangriff. Sehr gut, Rufus. Da kommt der nutzlose Arzt. Hey, kritischer Treffer von dem ist auch ganz gut, I guess. Okay, die haben selbstheilende Kräfte. Das ist echt nervig. Die sollten wir relativ schnell ausschalten. Deswegen gehe ich jetzt mit ihr mal nicht. Bei Gast greift quasi alle Gegner auf dem Spielfeld an. Aber da die sich heilen, sollten wir die ziemlich schnell ausschalten. Deswegen nutze ich jetzt mal Fang. Ah, sie ist andererseits so gut wie tot. Dann nutze ich lieber Leash, dann heilen wir uns nämlich ein bisschen. Und er soll ihr mal ein Schutzschild zaubern. Das ist das Einzige, für was der Arzt gut ist, abgesehen davon, dass er Heilmittel verdoppelt. Okay, gut. Sehr gut. Ah, der Treffer war unnötig, den hätte es nicht gebraucht. Ich bin jetzt auf die Reise auch überhaupt nicht vorbereitet, ne? Ich habe keine Heil-Items und nix gekauft. Ich glaube, das wird ein kurzer Trip. Wir müssen wahrscheinlich gleich wieder umdrehen, damit ich wenigstens das Geld und die Erfahrungspunkte heimbringe. Gelde sind übrigens Zähne in dem Universum. Passt ganz schön in die Stimmung, finde ich. Ach, dammit. Das Gebiet, in dem ich hier bin, ist auch echt vom Schwierigkeitsgrad her ziemlich hoch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt sein sollte. Das Spiel sagt einem, wie das halt war in so alten RPGs, nicht unbedingt immer exakt, wo man hin muss, sondern das heißt eher sowas wie, hey, du musst jetzt nach Westen ins Gefängnis der Dämonen. Und dann geht man halt mal in westliche Richtung und sucht einfach danach. Deswegen, keine Ahnung. Ich hoffe einfach mal, dass ich nicht so falsch bin. Ich glaube, es sind nicht mal Goldzähne, nee. Ich glaube, es sind einfach nur Zähne. Es gibt sogar ein paar Gegner, so Resident Evil 7-artige Schleimbatzen einfach nur. Die haben zum Beispiel keine Zähne. Dann kriegt man halt nur Erfahrungspunkte, wenn man denen keine Zähne ziehen kann nach dem Kampf. Also wir nehmen da, glaube ich, wirklich einfach die Zähne der Monster. Wobei komischerweise Vögel Zähne haben. Aber wer weiß, wie die Hölle so funktioniert, ne? Wolperdinger. Das sind ganz schön viele. Die sind zwar nicht mächtig, aber verdammt nochmal zermürben die mich jetzt gerade hier. Da habe ich so gar keinen Bock drauf. Jawohl. Kritischer Rufus. Ah, die Schrotflinte ist so ungenau. Das nervt mich so. Die trifft so selten, dass ich echt überlege, ob ich wieder auf ein Gewehr wechsle. Die Schrotflinte kann halt mehrere Gegner gleichzeitig treffen, aber es ist halt wirklich sehr zufällig. Und der Hauptschuss, der den meisten Schaden macht, der geht so oft daneben, das ist wirklich blöd. Die Games sehen spaßig aus, kann ich wohl auch einige Stunden mit verbringen. Also ich habe tatsächlich auch für mich selber überraschenderweise jetzt schon 50 Stunden mit dem Spiel verbracht, also insgesamt. Und mit einigen einzelnen Spielen wie dem hier oder eins, das ich euch jetzt gleich noch zeigen werde, jeweils so 5-6 Stunden. Also da manche Spiele, da kann man wirklich ziemlich viel Zeit reinstecken. Ist schon ziemlich cool. Okay, gehen wir mal ins Hotel. Wir haben uns ein bisschen übernommen gerade. Die Route war ein bisschen krass.
Oh, wartet mal. Ich glaube, ich habe jetzt genug Geld. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken. In irgendeiner Stadt, aber ich weiß nicht mehr genau in welcher, gab es nämlich, glaube ich, noch irgendwas, das ich mir kaufen wollte, was sehr teuer war. Ich glaube, eine bessere Rüstung oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Ich guck mal hier schnell in den Shop. Nee, das habe ich schon alles. Ah, hier, genau, die Ponchos für 8000 Zähne. Kann ich mir jetzt einen kaufen, mache ich mal. Da, das ist aber schon ein Batzen Geld. Aber dann können wir jetzt Bull mal den Poncho anziehen, dann kriegt er gleich 12 mehr Verteidigung. Das ist halt fast verdoppelt jetzt im Vergleich zu den Lederklamotten, die er vorher anhatte. Das ist schon krass. Ich glaube, Lederklamotten hat jeder schon standardmäßig, ja. Dann kann ich die verkaufen. Oh, 8000 Zähne, ey. Aber cool. Dafür dürfte jetzt unser Haupt-Damage-Stealer-Cowboy sehr viel mehr aushalten. Das macht die Reise dann auch schon leichter in Zukunft. Haben die hier eine Kirche eigentlich gleich nochmal? Weil in Kirchen speichert man. Ich schätze mal, beim Sheriff ist keine Kirche. Ich dachte, das ist die Hölle. Warum gibt es da ein Hotel? Der Ring der Hölle ist mir neu. Naja, es ist halt hier... Ah ja, stimmt, die haben eine Kirche in der Stadt in der Kneipe errichtet. Ja, okay, alles klar. Ja, im Endeffekt gibt es auch nicht sehr viel mehr zu sehen. Man kann mit den ganzen Leuten reden, die erzählen einem ein bisschen was, sagen einem, wo man hin muss, geben einem kleine... nicht wirklich Quests, eher Informationen und tragen zum Worldbuilding bei. Ist wirklich ein sehr cooles Spiel. Aber es gibt mindestens noch ein Spiel, das ich euch zeigen will. Jetzt passt mal auf. Oh, noch ein paar Spiele eigentlich. Das zeige ich euch nur ganz kurz, weil ich es einfach interessant finde. Das ist nämlich ein Point-and-Click-Adventure-Horror-Spiel, in dem wir in einem dunklen Keller gefangen sind und aus dem Haus fliehen müssen. Aber witzigerweise, obwohl das so ein Oldschool-Spiel ist, hat das quasi eine Mr. X-Mechanik. Weil in diesem Haus treibt sich auch, wir werden ihn bestimmt bald treffen, ein verrückter Kettensägenkerl rum, der auch einfach so selber durch die Räume streift. Und wenn wir den finden, müssen wir es jetzt, zeige ich euch, wenn es soweit ist. Ich suche den jetzt mal ganz gezielt. Kann nicht lange dauern, bis wir auf den stoßen. Ah, guck mal, ein Auto, staubige Garage, Motorölgestank. Oh ja, jetzt kommt er. Und das Witzige ist, dass jetzt, wo der vor uns steht, unser Cursor zu zittern anfängt. Und es ist jetzt super schwer, irgendwas auszuwählen. Ja, gleich gibt's einen Monsterkill, aber der anderen Art. Und jetzt müssen wir quasi vor dem fliehen. Der verfolgt uns. Ah. Wenn ich es schaffe, weit genug wegzulaufen vor ihm, dass ich zwei Räume Abstand habe, dann kann ich mich irgendwo verstecken. Und jetzt müssen wir quasi den Atem anhalten durch so ein kleines Minispiel, damit er uns nicht findet. Und das finde ich schon sehr nett, dass man so eine Mechanik mit so einem Point-and-Click-Adventure kombiniert. Ich finde es persönlich super nervig. Aber ich finde ja Mr. X auch nervig. Oh nein! Oh shit, ich habe es, glaube ich, vermasselt. Nee, ich glaube, ich habe es geschafft. Okay. Naja, genau. Und dann kann man halt hier... Ansonsten ist es ein normales Point-and-Click-Adventure. Man sammelt Items und löst Fälle. Das Schöne ist, dass es auch ein bisschen weniger frustrierend macht, dass man die Items nicht verliert, wenn man stirbt. Wenn der einmal erwischt, dann wird man einfach wieder in den Keller gesperrt und es geht wieder ganz normal von vorn los. Also, es geht wieder mit den Items, die man schon gesammelt hat, von vorn los. Und Türen sind auch schon aufgeschlossen, Rätsel gelöst und so weiter. Okay, anscheinend brennt das Holz nicht so einfach. Okay, wir sind draußen. Ab durch die Hecke. Wie schwer kann das sein, jetzt über die Hecke zu klettern? Nix wie weg hier. Ich glaube, da liegt ein Toter im Pool, oder? Der Sound von Grillen dröhnt durch die Nacht. Okay, da kommen wir nicht ran, ist zu weit weg.
Aha, ich schätze mal, wir müssen irgendwas finden und in diese vier Löwenstatuen einsetzen, denke ich mal. Und so entkommen wir dem Ganzen dann. Das habe ich auch noch nicht lang gespielt. Ich fand es nur grundsätzlich vom Konzept her echt lustig. Okay, aber weiter geht's. Auch sehr lustig finde ich das hier, Pilot Quest, weil was die hier gemacht haben, ist basically eine Mischung aus Action-Adventure und Idle-Spiel. Weil während wir weg waren, haben die jetzt hier weitergearbeitet und haben uns ein paar Mondkristalle gesammelt, die wir brauchen. Ansonsten kann man hier die quasi einzeln sich rausklopfen. Und hier oben über dem Baum kann man die dann automatisieren, dass die sich von alleine generieren über Zeit. Und wir bauen hier quasi so ein Dorf wieder auf, damit die Leute hier für uns arbeiten können. Im Endeffekt versklaven wir hier den ganzen Planeten, damit wir unser UFO reparieren können. Jetzt gucken wir mal. Ich habe tatsächlich ziemlich viele Dinger. Ich kann jetzt hier mal das Haus upgraden. Und hier noch eine Werkbank bauen. Dann weise ich dem mal noch dann bei der Arbeit zu. Dann habe ich schon eine kleine Arbeitsarmee. Naja, und dann bauen wir noch ein Silo. Das erhöht nochmal die maximale Anzahl von Kristallen, die wir tragen können. Wie Pikmin, weil wir da auch die Pikmin quasi versklaven, ja. Aber es ist vom Spielprinzip her ganz anders. Im Endeffekt ist das jetzt ein Action-Adventure auf Zeit, was ziemlich gemein ist. Ich kann jetzt für die Kristalle hier beim Jäger Fleischbrocken kaufen. Ich kaufe jetzt mal zwei Stück. Und diese zwei Fleischbrocken geben wir jetzt der Schnecke. Dafür lässt die uns jetzt raus. Aber die Fleischbrocken simulieren jetzt quasi unsere Rationen. Und wir können nur so lange in der Wildnis bleiben, wie wir Fleisch gekauft haben. Das heißt, wir haben jetzt 2 Minuten und 30 Sekunden Zeit, um hier zu erkunden. Wenn wir getroffen werden, verlieren wir 30 Sekunden. Was es halt ziemlich anstrengend macht. Und hier können wir eben nach Ressourcen suchen. Teilweise findet man wirklich nur Müll. Manchmal findet man aber wirklich wertvolle Ressourcen oder auch eben questrelevante Sachen. Und man kann hier eben rauskommen zum Grinden oder um wirklich die Story voranzutreiben. Und das ist wirklich auch ein ziemlich cooles Spiel. Oh. Damn it. Genau, das Fleisch, das ich jetzt gefunden habe, gibt mir jetzt für den Run nicht irgendwie extra Zeit oder so, aber ich kann dann gleich einen nächsten Run theoretisch mit dem Fleisch starten. Das ist quasi nett. Und es gibt so große Goldmünzen, die man irgendwo hier in der Oberwelt angeblich ausgeben kann bei einem speziellen Händler, aber den habe ich noch nicht gefunden. Ja, und wir haben natürlich eine Jojo-Attacke, genau. Warum auch nicht? Ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht weit vom Absturzplatz bis jetzt weggetraut, weil wenn einem die Zeit ausgeht während der Expedition, verliert man alles, was man gesammelt hat. Und das ist gemein. Gehen wir nochmal darüber, da sind noch ein paar Skorpione, die haue ich noch schnell. Und dann gehen wir eh schon wieder zurück ins Lager. Ah ja, guck, so ein Eisenbarren, so ein Kristallbarren ist ziemlich gut. So ein Barren ist quasi 1000 Kristalle wert. Genau, während wir weg waren, haben die jetzt natürlich hier auch ein bisschen weitergearbeitet, ne? Und so baut man quasi nach und nach hier die Siedlung auf, um mehr Ressourcen zu grinden. Und hier bei dem Wissenschaftler kann man dann letztendlich seine UFO-Teile reparieren. Aber dafür braucht man Ressourcen, die ich noch nicht mal kenne. Also keine Ahnung, ne? Das habe ich noch was vor mir, glaube ich. Ach, guck mal, ich glaube, wenn ich ein bisschen spare, könnte ich mir zumindest ein Metall-Jojo mal leisten. Ich glaube, da mache ich wahrscheinlich mehr Schaden. Das klingt schon mal ziemlich gut. Vertalizer, dann sind wahrscheinlich die Felder effektiver. Große Silos, ja, ich verstehe. Ich kriege hier nicht nur Schiffsteile. Ein Wizard-Jojo, oh. Das
begeistern, ich baue auch das Dorf weiter auf. Ja, genau. Ich finde das wirklich ein sehr witziges Spiel. Vor allem, weil jetzt die quasi auch, während ich was anderes spiele, für mich weiterarbeiten. Das hier ist noch so ein Strategiespiel mit Ameisenkolonien. Ist auch ganz nett. Oh ja, zwei Spiele muss ich euch jetzt noch zeigen. Da machen wir Schluss. Wir machen jetzt eh schon ein bisschen Überstunden heute. Aber das Spiel finde ich sehr lustig. Und zwar Quibble Race. Ist ein Spiel, in dem wir wetten. Ich nehme mal den Piloten aus dem anderen Spiel gerade eben. Indem wir intergalaktische Pferderennen, basically, auf die wetten. Nur, dass hier eben die Quibbles laufen. Und hier haben wir jetzt eben die drei Quibbles, die antreten. Pickles hier hat die schlechteste Gewinnquote. 7-1. Der hat bis jetzt zwei Rennen gelaufen und noch nie gewonnen. Wenn der gewinnt, dann können wir unser Geld ganz schön erhöhen. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt natürlich nicht hoch, dass der gewinnt, aber ich kann jetzt hier zum Beispiel mal $40 zahlen, damit wir eine Information über einen der Kontrahenten kriegen. Schauen wir uns mal was über den hier an. Okay, er ist der Schnellste im Rennen, das wissen wir jetzt. Jetzt kann ich hier zu dem gehen und kann hier ein bisschen illegale Sachen machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel unseren Quibble so ein bisschen illegale Spritzen geben, damit der ein bisschen schneller läuft. Ich kann ein bisschen Müll auf die Bahn werfen. Und ich glaube, da ich weiß, dass der über uns der Schnellste ist, werde ich dem jetzt einfach mal die Beine brechen lassen. Und dann kaufe ich mir selber einen Quibble und werde den trainieren lassen. Weil der dann auch ein bisschen Geld für mich verdient, das ich wiederum verwetten kann, wenn der läuft. Okay, und jetzt mache ich mal auf Done. Und jetzt schauen wir uns mal das erste Rennen an. Wir haben auf zur Erinnerung auf den mittleren, auf Pickles gesetzt. Ich habe Hetzer die Beine gebrochen. Das Interessante ist jetzt aber, die anderen beiden Piloten, also die anderen beiden Leute, die auch noch dabei sind und mitwetten, die können auch solche Aktionen durchführen. Und ich weiß jetzt nicht, vielleicht wetten die auf den gleichen wie ich und helfen mir damit indirekt. Vielleicht haben die jetzt auch auf Black Eye gewettet und haben meinen vergiftet oder was weiß ich was. Werden wir gleich sehen jetzt. Okay. Hetzer hat heute Morgen gehumpelt. Offiziell ist es eine Trainingsverletzung. Mehr ist anscheinend nicht passiert, okay. Bei Blecker liegen ein paar Bananenschalen auf der Bahn, das könnte uns einen Vorteil bringen. Und der Witz an der Sache ist eben, dass das super tollpatschige und bescheuerte Viecher sind. Nein, jetzt wird meiner bewusstlos. Da breche ich dem extra die Beine da oben. Und jetzt gewinnt er trotzdem. Was für ein Trottel. Na gut. Das war kein guter Einstieg. Aber macht ja nichts. Ich nehme jetzt einfach einen Kredit beim Kredithai. Und setz weiter. Genau, ich setze auf Wiggins. Das ist gut. Der hat wieder eine sehr krasse Gewinnquote. Wenn wir da gewinnen, dann wird's fett. Der Favorit hier ist Bossimo. Das heißt, ich werde Bossimo jetzt mal Pillen geben. Oh! Sehr gut. Und ich kaufe Hetzer. Der ist ein Champion, ne? Der hat gerade gewonnen. Der hat bis jetzt immer gewonnen. Der ist jetzt in meinem Rennstall. Sehr gut. Okay, dann gucken wir mal. Oh nein, ich habe zu viel Geld. Ah! Ich habe zu viel Geld gerade ausgegeben. Ich kann gar nicht mehr so viel setzen, wie ich setzen wollte. Na, gucken wir mal. Schauen wir mal, ob unser Snowball eine Chance hat. Bossimo sieht heute Morgen ein bisschen verwirrt aus. Snowball sieht größer aus. Den hat jemand gepusht. Und ein Meteoritenhagel ist heute auf der Rennbahn zu erwarten. Okay, das wird chaotisch. Aber oh nee, oh shit, ich habe ja auf Wiggins getippt. Die anderen beiden haben jetzt beide auf Snowball gesetzt. Das heißt, die haben den wahrscheinlich unterstützt. Aber jetzt mit dem Asteroidenhagel kann alles passieren, ne? Wer weiß. Dadurch, dass ich ihm unten Tabletten gegeben habe, ist der jetzt ein bisschen verwirrt und wankt so ein bisschen durchs Feld, ne? Schauen wir mal, komm schon. Wiggins, du schaffst es. Ich glaube, Wiggins schafft es wirklich. Oh Mann, jetzt ärgert es mich noch mehr, dass ich nicht den vollen Betrag setzen konnte. Aber ist egal. Ich leihe mir noch mal Geld vom Geldhai fürs nächste Rennen.
Was soll's? Okay, nice. Jetzt passt mal auf. Ich kann gerade... Ja, scheiße jetzt. Okay, auf wen setzen wir? Ich setze wieder auf Bugas. Der hat wieder die krasseste Gewinnquote. Das sieht aber nicht gut für ihn aus, ehrlich gesagt. Ja, scheiß drauf. Dann setze ich jetzt auf Hetzia, weil den habe ich wenigstens selber gesponsert. Ach, guck mal, den da oben auch. Zwei von denen, die ich jetzt hier im Rennen habe, habe ich gesponsert. Das ist sehr gut. Dann werde ich Buga einfach noch ein bisschen sabotieren. Oder wisst ihr was? Ich gebe meinem Champion einfach noch eine kleine, ne? Kleine Leistungssteigerungsspritze. Zählt das schon als Casino-Stream? Ich glaube schon. Okay, alle haben auf den gesetzt. Das dürfte relativ eindeutig werden. Ja, dafür habe ich auch nicht wirklich Geld gewonnen dadurch, also nicht viel. Aber, ne, weil ich der Sponsor bin, habe ich eben einen Bonus bekommen. Das macht halt schon Sinn. So, jetzt passt auf. Ich setze jetzt mein ganzes Geld auf Runty, weil Runty hat die beste Quote. Und wir werden Bossimo sabotieren. Ich werde... Nee. Vergiften ist krass, weil dann bringt man die wirklich, wirklich um. Das ist heftig. Das mache ich ungern. Deswegen mache ich das jetzt nicht. Ich trainiere die beiden noch. Let's go. Oh, Bossimo hinkt heute. Ja, das war ich. Pickel sieht ein bisschen größer aus als normalerweise. Auf wen haben wir gleich nochmal gesetzt? Auf Runty. Schade. Pickles hat anscheinend eine leistungssteigernde Spritze bekommen. Aber er hat auch ein bisschen Müll auf seiner Seite. Gucken wir aber. Komm schon, Runty. Nein, nicht hinfallen jetzt. Komm schon. Ich habe Bossimo extra langsamer gemacht. Oh mein Gott. Yes, das war sehr gut. Jetzt haben wir echt viel Geld gewonnen. Er hatte eine echt beschissene Gewinnquote, also eine gute für uns jetzt. Und ich habe $400 gesetzt. Da haben wir jetzt gut Kohle verdient. Oh, wenn Snowball jetzt gewinnen würde, dann wären wir reich. Andererseits bin ich der Sponsor von Hatesia, ne? Ah, das bringt mich jetzt in eine Bredouille. Umbringen geht zu weit, aber verkrüppeln ist in Ordnung. Ja, das, genau so lebe ich mein Leben. Ich werde jetzt einfach Snowball eine leistungssteigernde Spritze geben und alles auf ihn setzen. Und dann hoffe ich einfach mal. Ach so, ich zahle mal meine Schulden zurück beim Kredithai. Okay, los geht's. Snowball sieht ein bisschen stärker aus als sonst. Dafür sieht Chifurry verwirrt aus. Alle haben auf Snowball gesetzt. Das ist gut. Ja, das heißt wahrscheinlich, dass die anderen sabotiert wurden. Ah, Snowball ist bewusstlos. Da müsste jetzt noch ein Wunder passieren. Oh mein Gott, Chifurry ist gestorben. Er ist wirklich gestorben. Irgendjemand hat den wirklich, wirklich umgebracht. Oh, war das knapp. Wirklich eine Nasenlänge. Wäre einen Zentimeter, einen Pixel weitergerutscht mit seiner Riesennase, dann hätten wir gewonnen. Naja, cool, aber es hat der gewonnen, den ich sponsere. Das ist auch okay. So, jetzt kommt es darauf an, das ist das letzte Rennen. Jetzt kann man unbegrenzt viel Geld setzen. Ich hätte eigentlich jetzt schon mehr haben müssen, wenn ich die Cherry on top für das Spiel verdienen will, dieses Bonusziel. Aber ist egal jetzt. Super Q gehört zu mir. Dann werde ich einfach... Ja, ich werde einfach nur meinen, auf den ich jetzt setze, auf Snowball, ein bisschen boosten und dann schauen wir uns das letzte Rennen an. Snowball sieht ein bisschen stärker aus. Fans sind excited. Letzte Runde, los geht's.
Yes! Snowball rutscht ins Ziel. Nein! Mein Kerl ist gestorben. Ich habe das Gefühl, manchmal kann das auch random passieren. Ich habe keine Ahnung. Der sah nicht vergiftet aus. Ja, jetzt werden die Punkte zusammengezählt. Gewonnen haben wir ziemlich sicher, aber ich habe leider nicht den Cherry-on-Top-Rekord. Ich glaube, da braucht man $100,000 am Schluss. Und die haben wir definitiv nicht. Aber es ist trotzdem ein sehr lustiges Spiel. Das macht echt Spaß. Ja. Die hatten ganz schön viel Schulden. Qua hat sich ganz schön ruiniert. Ich hoffe, der kann ein paar Ersatzteile von sich verkaufen. Naja, das ist auf jeden Fall echt ein lustiges Spiel. Und das Letzte, das ich... Oh, das war's! Wir haben die Cherry on Top bekommen. Yes! Das ist jetzt mein zweites Spiel, das ich quasi in dieser Sammlung jetzt perfektioniert habe. 100%. Sehr cool. Ich dachte, wir brauchen 100.000. Haben tatsächlich schon 10.000 gereicht, oder was? Jetzt kann ich es nicht mehr sehen. Aber ich glaube, anscheinend. Okay. Und mein persönliches Lieblingsspiel in dieser Sammlung ist Avianos. Ich hoffe, irgendwann machen die einen Nachfolger davon. Und dann kriege ich mehr davon, weil das habe ich schon komplett zu 100% gespielt. Ich mache jetzt mal ein Custom Game. Zum Glück geht das. Da kann man sich selber einstellen. Mit gegen KI machen wir mal einen schweren Schwierigkeitsgrad. Fog of War. Standard Vorfahren. Okay, passt. Also, die Story von dem Spiel ist folgende. Die Säugetiere, also wir basically, aber alle anderen Säugetiere, haben sich selber ausgelöscht in einem großen Krieg. Und jetzt haben die Vögel quasi, sind jetzt die dominante Spezies auf der Erde und haben Zivilisationen aufgebaut und führen jetzt Kriege gegeneinander um die Vorherrschaft und beten die alten Dinosaurier als Götter an. Das ist so, das ist das Setting. Was wir jetzt sehen, ist quasi unsere Karte. Wir sind rot, unser Gegner ist blau und wir müssen 4 Burgen erobern und halten für 2 Runden, dann haben wir gewonnen. Und in jeder Runde haben wir die Wahl zwischen 3 alten Dinosauriergöttern, die wir in der Runde anbeten können. Und welche Dinosauriergötter wir anbeten, bestimmt welche... Ah, das sieht man, warte mal kurz, da ist gerade das Howley-Logo davor. Die sieht man gar nicht schön. Warte mal. Ich mache einfach mal das Spiel ein bisschen kleiner insgesamt, ne? Das geht so auch noch. So machen wir es mal. Okay, also. Und jeder von diesen alten Dinosauriergöttern bestimmt dann quasi, was jetzt in der Runde passiert. Wenn ich jetzt zum Beispiel Brontor anbete, dann produziere ich abhängig von den Gebäuden, die ich in meinen Feldern gebaut habe, Ressourcen. Dann kann ich die Ressourcen benutzen, um was zu bauen. Und dann kann ich alte Dinosaurierknochen benutzen, um Wunder zu wirken, bestimmte. Bei Stecknar zum Beispiel kann ich erstmal militärische Einheiten bewegen. Dann kann ich eine gewisse Anzahl von Gebäuden bauen, wenn ich die Ressourcen habe. Und dann kann ich für andere Ressourcen, für Samen, nochmal Truppen rekrutieren. Ich glaube, ich nehme jetzt auch Stecknar in dieser Runde mal. Und dadurch, dass man die Götter nimmt, levelt man die gleichzeitig hoch und bei jedem zweiten Level kann man eine der 3 Gottfähigkeiten hochleveln quasi. Okay, also wir dürfen jetzt erstmal ziehen. Deswegen nehme ich jetzt mal meine 2 Schwertkampfvögel, die hier drin sind, und ziehe mal nach unten. Weil unser Gegner ist gerade ziemlich blöd von dem Gebirge eingeschlossen. Das kann er schon überwinden, das ist jetzt nicht so schlimm, aber Gebirge ist gerade am Anfang ein bisschen nervig. Wenn ich jetzt unten die Burg schnell einnehme, dann kann ich den schon mal ein bisschen einkesseln. Und weil wir das Feld jetzt hier erobert haben, haben wir jetzt 2 Arbeiter bekommen als Ressource. Jetzt baue ich mal ein Nest und ein Häuschen auf das neu eroberte Feld. Für meine Arbeiter, die ich habe. Und rekrutiere hier, weil ich ein Nest gebaut habe, kann ich hier jetzt rekrutieren. Gleich noch einen Bomber. Weil das sind so ziemlich die krassesten Einheiten im ganzen Spiel. Nur die Magier sind wieder gut gegen die Bomber, aber ansonsten... Ah, okay.
Der Gegner wusste, glaube ich, was ich vorhabe. Der hat jetzt ein Wunder gewirkt und hat den Berg um ein Feld nach oben verschoben. Das macht jetzt natürlich so ein bisschen meine Strategie kaputt, aber ist schon okay. Jetzt passt mal auf. Jetzt nehme ich Quetzal, den Flugsauriergott, weil der rekrutiert jetzt in jedem Feld, wo ich ein Nest gebaut habe, einen Schwertkämpfer. Und ich habe sowohl in meiner Basis als auch im ersten eroberten Feld jetzt ein Nest, habe ich in der letzten Runde noch gebaut. Holen wir uns 2 kostenlose Schwertkämpfer auf diese Felder, kann man immer brauchen. Dann ziehe ich jetzt mit meinem kleinen Trupp nicht auf die Burg, wie ich eigentlich wollte, sondern hierher, weil das ursprünglich ein Berg war und Berge haben immer gute Ressourcen. Da kriegen wir jetzt ein paar Arbeiter und Samen, die können wir gut brauchen. Und jetzt könnte ich hier quasi Ressourcen austauschen. Mache ich aber nicht. Ich beende meinen Zug. Okay. Jetzt passt auf, was machen wir denn jetzt am besten? Ich glaube, für meine Langzeitstrategie mache ich jetzt mal eine Runde Brontor. Brontor hat immer den Nachteil, dass man keine Truppen ziehen darf bei ihm, weil er kein militärischer Gott ist. Dafür kriege ich jetzt einige Ressourcen und ich kann jetzt einige Gebäude bauen. Und was ich unbedingt bauen will, sind diese blauen Kelchgebäude hier. Bäder. Weil die werden später im Spiel dann sehr mächtig für meine Strategie. Wenn ich einen spezifischen Gott nämlich hochlevel, kann ich über die Bäder sehr viele Einheiten ausheben, kostenlos. Deswegen wirke ich jetzt gleich noch ein Wunder von Brontor, nämlich dass ich die Beziehung zu einem spezifischen Gott erhöhe, nämlich zum Flugsauriergott hier. Dann kann ich den nämlich schon mal hochleveln, dann rekrutiert er nämlich nicht nur jede Runde einen Nahkämpfer, sondern sogar einen verbesserten Nahkämpfer in den Nestern und in den kleinen lila Häuschen ein Magier, was sehr mächtige Einheiten sind. Quasi wie das Brettspiel Risiko. Ein bisschen. Wartet man noch auf die Kämpfe. Die Kämpfe sind nochmal besonders in dem Spiel. Okay, jetzt. Wir haben leider immer nur 3 Dinosaurier zur Verfügung. Resident Evil. Das heißt, wir kriegen jetzt nicht den Dinosaurier, den ich eigentlich gern hätte. Wer jetzt aber vielleicht eine gute Idee auch wäre, wäre unser Rexardon. Der produziert ziemlich viel Samen für uns, die wichtig sind, um Truppen auszuheben. Ja, ich glaube, wir nehmen jetzt mal Rexardon. Gute Nacht, T-Bone. Und dann werde ich... ich werde hier jetzt mal, weil das ist unser Grenzgebiet aktuell. Ich werde hier jetzt mal 2 Bogenschützen bestellen. Und mit denen gleich mal in die Burg runtermarschieren. Okay. Ah, sehr gut. Jetzt können wir unseren Vogelgott anbeten, unseren Flugsauriergott. Der rekrutiert jetzt ein paar ziemlich gute Einheiten für uns. Die Magier sind vor allem wirklich sehr mächtig. Und jetzt überlege ich. Ich glaube, ich nutze jetzt aus, dass mein Gegner so ein bisschen eingekesselt ist. Der soll jetzt mal in die Offensive gehen. Und ich gehe jetzt mal mit meinen Truppen die anderen beiden Burgen erobern. Der soll erstmal das Gebirge überwinden, wenn er meint. Ah, okay, es kommt zum Kampf. Der hat einen Teleportationszauber benutzt, der kann ein Feld überspringen. Und die Burg ist sehr schlecht verteidigt. Also wenn er da nicht jetzt mit kompletten Trotteln kommt, dann sieht's schlecht aus. Ich sag's euch jetzt gleich, weil ich wahrscheinlich sehr schnell agieren muss und nicht viel Zeit zum Erklären habe. Die Kämpfe sind quasi Auto-Battler-Kämpfe. Das heißt, ich habe da nicht wirklich Eingriff. Ich kann nur so ganz rudimentäre Befehle geben. Und die KI der einzelnen Figuren kämpft quasi selbstständig gegeneinander. Oh, die könnten wir schaffen. Die könnten wir schaffen. Der Magier ist krass, aber der hat nicht viel Reichweite. Und ich glaube, der kommt nicht in Reichweite, wenn meine Bogenschützen den weghauen. Sehr cool. Da hatten wir jetzt Glück. Cool ist es dann wirklich, wenn später dann wirklich so 30 Truppen auf 40 Truppen treffen und es ist komplett crazy alles.
Aber das ist jetzt ganz gut gelaufen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich mache noch mal eine Runde T-Rex, oder? Ja, wir machen noch mal eine Runde T-Rex. Der ist jetzt hochgelevelt, weil wir den schon zum zweiten Mal anbeten. Ich verbessere jetzt mal seine Produktionspower, damit wir noch mehr Samen und Arbeiter kriegen von dem. Und jetzt produziere ich hier in der Burg, die gerade angegriffen wurde, mal noch mehr Bogenschützen. Und zieh mit denen da, mit meinem kleinen Speertrupp da hinten, mal zur dritten Burg. Dann haben wir schon mal drei Burgen. Okay, Angriff. Und das ist jetzt ein Feld, wo eigentlich gute Truppen von mir stehen. Aber ich habe diesmal keine Burg zur Verteidigung. Ich bin gespannt. Okay, das schaffe ich. Oh, hoffe ich. Oh, der Magier hat leider meinen Bomber getötet. Wie ich gesagt habe, Bomber sind die mächtigsten Einheiten im Spiel, aber Magier sind das Kryptonit der Bomber. Der hat mir jetzt einen Bomber weggebombt. Das ist schade, das ist ein Verlust, aber den Angriff konnte ich easy abwehren. Ja, machen wir eine Runde Brontor. Der gibt uns wieder super viel Ressourcen und ermöglicht uns ein bisschen zu bauen. Kann ich jetzt auch die neue Burg unten mal ausstatten, ein bisschen mit Gebäuden. Und dann wirklich nochmal ein Wunder, dass wir nochmal ein Vertrauenslevel mit unserem Flugsauriergott aufsteigen, weil jetzt kann ich seine Musterungsfähigkeit auf Stufe 2 erhöhen und ab jetzt kriegen wir bei allen blauen Kelchen jedes Mal, wenn ich den nehme, eine Bombereinheit, diese supermächtigen fliegenden Vögel. Und das ist schon ziemlich gut. Cool, dann nehme ich den jetzt gleich mal. Dann rekrutieren wir einige Bomber auf einigen Feldern. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich mich trauen soll, aber ich marschiere jetzt mal mit dem Trupp hier in ein feindliches Schloss. Und guck mal, wie gut der befestigt ist. Kann sein, dass da ein Riesenheer steht und ich sofort wieder abdrehen muss, aber ich schaue einfach mal. Nee, das schaffen wir. Das Coole ist, der hat jetzt gerade den Befehl Raise gegeben. Das heißt, die zerstören jetzt ihre eigenen Gebäude, damit ich die nicht nutzen kann, wenn ich die Burg erobert habe. Das ist ziemlich cool, dass das geht. Okay, das war ziemlich gut. Wir haben jetzt vier Burgen unter Kontrolle. Wenn er es jetzt nicht schafft, innerhalb von zwei Runden uns wieder eine Burg abzunehmen, dann haben wir schon gewonnen. Das war dann ein ziemlich kurzes und schmerzloses Spiel. Er benutzt jetzt ein Wunder, damit er den Berg überqueren kann. Aber das wird ihm jetzt, glaube ich, auch nichts mehr nutzen, ehrlich gesagt. Ich nehme jetzt nochmal hier unseren Rexadon. Weil dann kann ich hier in der Burg nochmal ein paar Bogenschützen rekrutieren wenigstens. Ja, gut. Ich schieb mal die noch darunter, weil theoretisch könnte er mit dem richtigen Zauber auch die untere Burg angreifen, damit die beide verteidigt sind. Er hat jetzt nur zwei Burgen, die er theoretisch angreifen kann. Okay, er greift die an, die wir gerade erobert haben. Ah. Okay, es ist ein Überraschungsangriff. Seine Truppen dürfen sich anschleichen. Das ist gemein. Aber ich glaube, der hat trotzdem keine Chance. Easy. Ja, wir haben gewonnen. Das war jetzt nur so ein Scrimmage-Battle. Es gibt quasi auch eine Kampagne, die schwerer wird Level zu Level. Aber ja, das Spiel finde ich schon sehr, sehr großartig. Mit dem habe ich wahrscheinlich die meiste Zeit verbracht. Kann man sich, glaube ich, auch anschauen. Habe ich jetzt 6 Stunden lang gespielt, dieses Spiel. Gefällt mir auch wirklich gut. Ich kann es auch eben nach Most Played sortieren. Da sieht man es eben. Das Spiel mit 6 Stunden an erster Stelle. Das JRPG mit 5 Stunden aktuell an zweiter Stelle. Und Mortal habe ich jetzt auch 3 Stunden gespielt. Babuta habe ich euch jetzt gar nicht gezeigt. Auch ein super Spiel. Habe ich jetzt auch fast 3 Stunden drin. Backhand, auch ziemlich cool. Ja, viele coole Spiele. Also ich bin wirklich begeistert. Das sind wirklich einfach sehr spaßige, tolle Spiele. Wenn ihr Koop-Partner habt, wenn ihr es zu zweit spielen könnt, dann würde ich fast sagen, es ist noch mal cooler, weil es gibt schon sehr viel Zweispieler-Spiele auch. Ah ja, genau, es gibt noch diesen Garten. Wenn man in den Spielen gewisse Ziele erfüllt, dann kriegt man dekorative Gegenstände, Möbel und Spielsachen für das kleine Schweinchen, das sich hier aufhält. Das ist noch so ein Gimmick.
Aber ja, genau, das sind die Multiplayer-Spiele, alle Spiele, die man theoretisch zu zweit spielen kann. Und ich glaube, viele davon sind zu zweit schon sehr cool. Konnte ich noch nicht testen. Das hier sind quasi so die Epic-Play-Spiele, also wirklich die Spiele, an denen man länger spielen kann, die teilweise eben wirklich Story haben oder so, die man auch alleine vor allem spielt. Und die Quick-Play-Spiele sind vor allem so die arkadigen, die aber teilweise auch sehr cool sind, wie eben das kleine Rennspiel, das Wettspiel, das wir gerade gemacht haben. Und hier wird nochmal sortiert nach Winky-Spiele, also eher so Strategiespiele, und Action-Spiele, Reflex-Spiele. Naja, eine voll coole Sammlung. Kann ich wirklich sehr empfehlen, wenn man so ein bisschen so Nostalgie hat für solche Spiele, dann sind die wirklich alle sehr gut und eben auch mit modernen Mechaniken und eben alles Schöne an Retro-Spielen, aber nichts von dem Nervigen. Das ist, glaube ich, das Coole an der Sammlung. Aber Leute, wir haben jetzt krass überzogen heute. Ich hatte jetzt nochmal echt Bock, wo wir jetzt das Spiel angefangen haben. War eine gute Entscheidung, dass wir da noch weitermachen jetzt. Aber dann machen wir jetzt Schluss für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich sehr gefreut. Hey, vielen, vielen Dank. Ihr seid jetzt, glaube ich, beide nicht mehr da, T-Bone und Slenderex. Aber vielen Dank an euch zwei für die super vielen Bits und Subs, die ihr heute da gelassen habt. Vielen Dank an alle anderen, die auch reingesappt haben, die Gifts da gelassen haben, die Subs und YouTube-Spenden und alles Mögliche. Total cool. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich versuche euch über so viele Kanäle wie möglich Bescheid zu geben, ob jetzt der lange Streamtag dann Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag ist. Ich kann es noch nicht genau sagen, aber an irgendeinem Tag werden wir sehr viel streamen. Gute Nacht. Macht's gut. Ciao.